Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, dieser YouTube-Kanal nennt sich Die Neue Erde. Und zwar habe ich den Kanal Die Neue Erde genannt, weil mein eigener Anspruch es ist, ja, die neue Erde, eine neue Erde zu verwirklichen, eine Erde, bei der Menschen in Harmonie leben können, eine Gesellschaft zu etablieren, die nicht mehr auf Ausbeutung beruht, die nicht mehr auf egoistischen Interessen beruht, die nicht mehr auf Materialismus beruht, die nicht mehr darauf beruht, dass man immer besser ist als der andere, dass man immer im Konkurrenzdenken miteinander lebt. Denn ja, dieses Verhalten, das hat zu der aktuellen, ja, gesellschaftlichen Situation geführt, in der wir uns jetzt heutzutage befinden. Ja, also es müssen immer stärkere Maßnahmen ergriffen werden von den Herrschenden, um ja die Menschen in Zaum zu halten. Es kommen immer mehr Gesetze, es muss immer mehr reguliert werden, um ein gesellschaftliches Leben zu ermöglichen. Und ich habe mir die Frage gestellt, funktioniert das nicht auch anders? Funktioniert das nicht auch ohne Kontrolle? Aber auf der anderen, also einerseits sind wir uns ja alle einig, dass wir nicht in eine neue Weltordnung hineingeführt werden möchten, wie sie beispielsweise ja ein Klaus Schwab und so weiter propagiert. Andererseits sind wir uns hoffentlich auch einig, dass es auch so, wie es jetzt bisher gelaufen ist, nicht unbedingt weitergehen kann. Ja, also die Natur wird immer weiter ausgebeutet. Wenn man sich jetzt die Wälder anschaut, die deutschen Wälder, es sind immer mehr abgeholzte Flächen, es wachsen weniger Bäume nach, als gefällt werden, der Boden wird ausgebeutet, auch vermeintlich, ja, naturfreundliche oder grüne Energiemethoden tragen maßgeblich zur weiteren Ausbeutung der Umwelt bei. Ja, also durch Windkraftanlagen werden hektarweise Wald abgeholzt, sie verursachen Infraschall. Ja, für Elektroautos muss Kobalt, Lithium für Batterien abgebaut werden und so weiter und so fort. Ja, also man versucht das eine Problem zu lösen, schafft aber immer wieder neue Probleme. Und was ist die Ursache dafür? Die Ursache dafür ist meiner Ansicht nach nicht unbedingt die Unfähigkeit von Politikern, sondern vielmehr die Unvollkommenheit des Menschen selbst, eben, dass unsere Grundstruktur des Denkens sehr, sehr vom Materialismus geprägt ist. Ja, also unser Denken ist sehr erfüllt von einer Disharmonie. Ja, also wir wollen besser sein als andere, weil man es uns so beigebracht hat in der Schule, dass man sich durchsetzen muss im Leben, dass man, ja, sich gegenüber anderen durchsetzen muss, um erfolgreicher zu sein, um, ja, man muss besser sein, um den richtigen Partner abzukriegen. Dafür muss man besser sein als seine Mitmenschen. Und ja, der Mensch oder ein großer Teil der Menschheit besitzt eine sehr, sehr große innere Leere, möglicherweise auch ein Schuldbewusstsein. Ein Schuldbewusstsein gegenüber anderen Mitmenschen, unausgetragene Konflikte gären in den Menschen, die sich dann ja durch Konsum im Außen halt kompensieren lassen wollen. Ja, also wie viele Menschen schauen ununterbrochen Filme oder klicken sich von einem Video zum nächsten, hören laute Musik, schauen eine Netflix-Serie nach der anderen, um sich zu unterhalten, um sich lediglich zu unterhalten, um sich eigentlich von einer inneren Unruhe ablenken zu lassen. Wie viele Menschen ertragen es nicht mal, ein paar Momente einfach in Stille da zu sitzen, einfach die Stille zu genießen? Wie viele Menschen schaffen es nicht, untereinander zu schweigen, müssen immer die Stille brechen, weil sie Angst vor der Stille haben, weil die Stille ein Unwohlsein in ihnen hervorruft, ja? Wie viele Menschen konsumieren ganz viele Süßigkeiten, um eine innere Leere zu füllen? Wie viele Menschen essen unentwegt, um ja, etwas auszugleichen, um,
um sich abzulenken und so weiter und so fort. Ja, und all diese Verhaltensweisen, die resultieren aus einer inneren Unruhe. Ja, und darum, wenn wir an einer neuen Erde arbeiten möchten, ja, also wenn wir eine göttliche Harmonie auf Erden hervorrufen möchten, so, dann reicht es nicht, den richtigen Politiker zu wählen, dann reicht es nicht, irgendwie für Trump oder für Putin zu sein oder diese zu unterstützen, so wie sich einige das hier so vorstellen, so, da gäbe es so die Black Hats und die White Hats und die einen, die bringen dann Gottesreich, wie auch immer, so funktioniert die Welt nicht, ja, also es muss im Inneren anfangen, es muss bei jedem Menschen selbst anfangen, diese ganzen Kriege, die Ausbeutung der Natur, dieser Lärm in der Stadt, warum niemand zur Ruhe findet, diese ganzen Konflikte, die resultieren aus inneren Konflikten, ja, also weil wir innere Konflikte nach außen tragen, ja, also wir haben innere Konflikte, also konsumieren wir, also schaffen wir uns Statussymbole an, um diese inneren Konflikte auszugleichen, um sie zu kompensieren. Ja, also ich fühle mich selber minderwertig, also muss ich ein großes Auto fahren, also muss ich einen schöneren Garten haben als mein Nachbar und so weiter und so fort. Also muss ich eine bessere Uhr haben, größeres Haus, die hübschere Frau, wie auch immer. Ja, alle Konflikte im Außen resultieren letztendlich aus inneren Konflikten. Ja, also weil man ungenügsam ist, ja, weil man unachtsam ist. Man ist unachtsam dem Außen gegenüber, weil man unachtsam ist dem Innen gegenüber. Deswegen kann eine neue Erde, ein Reich Gottes nur entstehen, wenn wir alle an uns selber arbeiten oder wenn ein großer Teil, ein größerer Teil der Menschheit an sich selbst arbeitet und anderen dann möglicherweise als Inspiration dient, auch an sich zu arbeiten. Die neue Erde ist kein Reich, was sich durch die Wahl des richtigen Politikers oder durch den Einsatz der richtigen Führungskräfte erreichen kann. Ja, also natürlich spielt das auch eine Rolle. Natürlich ist das auch ein wichtiger Beitrag. Natürlich hat es auch einen Einfluss, eine Auswirkung, was im Außen passiert. Ja, aber das sind eigentlich nur kleine Schräubchen, die gedreht werden müssen. So die wahre innere Erde, das wahre Reich Gottes, wenn man so will, kann nur aus dem Inneren stattfinden, ja? Das Reich Gottes ist inwendig in euch, sagte Jesus, ja? Also das Reich Gottes kann nicht etabliert werden, wenn Putin sich durchsetzt oder Trump sich durchsetzt oder, ja, wenn wir irgendwie eine Revolution in Deutschland hervorrufen. Dadurch bringen wir nur neues Chaos, neue Unruhe in die Welt, ja? Also das Reich Gottes ist vor allem, ja, ein inneres Reich. Nur durch die Arbeit an einem selbst und die daraus resultierenden Einflüsse auf das Außen, nur dadurch kann sich nachhaltig etwas ändern. Ja, und ich spreche hier von wirklicher Nachhaltigkeit. Ich spreche hier nicht von dieser Nachhaltigkeit, die von, ja, dieser Agenda 2030 oder von diesen Protagonisten des Great Resets propagiert wird, ja, also eine wahre Nachhaltigkeit kann nur aus dem Inneren des Menschen kommen, ja, also eine wahre Nachhaltigkeit kann nicht aus dem Außen resultieren, ja, also klar, wir können Apparate wieder erfinden, die dann wieder angeblich nachhaltige Energiezufuhr gewährleisten oder, ja, wir können im Außen irgendwelche, ja, landwirtschaftlichen Methoden erfinden, die dann angeblich nachhaltig sein können, so. Aber letztendlich müssen dann wieder Ressourcen eingesetzt werden, ja. Wie auch beispielsweise bei den Elektroautos, für die dann wieder Lithium und Kobalt abgebaut werden müssen, so. Also auch da wird dann die Natur wieder aufs Neue dann ausgeplündert, um diese angebliche Nachhaltigkeit wieder hervorzurufen. Aber die wahre Nachhaltigkeit, die kann nur aus dem Inneren kommen. Die kann nur kommen, wenn ich mit mir selber in Harmonie lebe, wenn ich auch im Außen gar nicht mehr so viel brauche. Ja, also wir brauchen ja nur so viel im Außen, weil wir eine innere Leere füllen müssen. Also wer wirklich reich ist, wer wirklich innerlich reich ist, der braucht kein super teures Auto, der braucht nicht ein größeres Haus als die Nachbarn, der braucht nicht
die besseren Statussymbole, bessere Uhren. Und wenn wir diese wahre Nachhaltigkeit leben, diese Nachhaltigkeit, die aus dem Innen kommt, dann brauchen wir auch kein ständiges Wirtschaftswachstum. Dann müssen wir nicht immer besser sein als unsere Kollegen. Dann brauchen wir kein Karrierewachstum. Dann müssen wir nicht Karriere machen. Dann haben wir viel mehr Zeit für uns. Ja, wir müssen überhaupt nicht so viel arbeiten im Außen. Also zumindest nicht auf die konventionelle Weise, wie wir es bisher gewohnt sind. Ja, also in der neuen Erde, in der Vision, die ich von der neuen Erde habe, ja, also diese neue Erde, die beruht in erster Linie nicht auf politischen Modellen und Konzepten und Ideologien, sondern auf einem Umdenken, auf einer Änderung im Bewusstsein, ja, und letztendlich profitiert jeder Mensch davon, früher oder später, wenn er das auch nur wirklich erkannt hat, ja, also auf einer Achtsamkeit, eine Achtsamkeit sich selbst gegenüber und seinen Mitmenschen gegenüber, eine Achtsamkeit der Natur gegenüber, ein Bewusstsein dafür, ja, welche Konsumgüter brauche ich denn jetzt wirklich oder muss ich denn jetzt wirklich diese und diese Süßigkeit kaufen, deren Plastikverpackung dann wieder irgendwo entsorgt werden muss und dann auf Jahrzehnte, Jahrhunderte dann in der Natur abgebaut werden muss. Brauche ich das denn wirklich? Ja, also ich will jetzt hier nicht den Lehrmeister spielen. Ja, also ich selbst bin da auch noch in einem Entwicklungsprozess. Ja, ich bin auch noch weit davon entfernt, so möglichst wenig im Außen zu benötigen. Ja, aber ich versuche mit jeder meiner Handlungen, auch mit jedem meiner Einkäufe, ein Bewusstsein dafür zu haben. Ja, was brauche ich denn tatsächlich wirklich? Ja, oder was kaufe ich nur, um jetzt irgendwelche Gelüste zu befriedigen? Oder was kaufe ich nur, um jemand zu beeindrucken? Ob es jetzt Mode ist oder Uhren, Statussymbole und so weiter und so fort. Ja, also genau. Was Jesus sagte, das Reich Gottes ist inwendig in euch, das drückt so viel aus, wenn wir mal wirklich dahinter schauen. Ja, also es muss erstmal eine innere Harmonie hergestellt werden, bevor ich auch nur in der Lage bin, diese Harmonie dann auch ins Außen zu tragen. Und es lohnt sich für jeden tatsächlich, an dieser inneren Harmonie zu arbeiten, denn viele von euch sagen jetzt vielleicht, ja, was bringt mir denn das jetzt, daran zu arbeiten? Ja, dann bin ich vielleicht harmonisch, aber die anderen, die um mich rum sind, so, die sind ja immer noch in der Disharmonie. Ja, und die stören dann wieder meine innere Harmonie und so weiter und so fort. Und ich bin ja nur ganz alleine und ich trage ja sowieso nichts bei. Ich bin ja nur ein ganz winziges Rad im Getriebe. Und dazu kann ich sagen, nein. Und ich kann auch tatsächlich wahrhaftig aus innerer Überzeugung sagen, nein, das stimmt nicht. Wer so denkt, der irrt sich. Ich habe es selbst erlebt. Ja, also wer an seiner inneren Harmonie arbeitet, zieht auch automatisch Menschen in sein Leben, die selbst an ihrer Harmonie arbeiten, die selbst sehr viel harmonischer sind. Ja, man orientiert sich neu, man kommt mit neuen Menschen in Kontakt, mit Menschen, die auch an einer gewissen Harmonie arbeiten, die mitwirken, die gemeinsame Ziele verfolgen, ja, wohingegen Menschen, die danach suchen, sich immer durchzusetzen, die immer versuchen, besser zu sein als die anderen, ja, die ziehen logischerweise dann halt auch Menschen in ihr Leben, die genauso handeln, ja, die genauso wenig Rücksicht nehmen. Ist ja auch klar, wenn ich immer versuche, der Beste zu sein, versuche ich auch früher oder später, mich immer zu messen an anderen. Und dann suche ich natürlich ein Meister, ja, jemanden, der dann auch sehr, sehr gut ist, ja, der auch hoch ist auf der Karriereleiter meinetwegen. Und ja, wenn ich immer nur versuche, mich durchzusetzen und mein Leben danach ausrichte, mich in der Karriere und im Alltag immer gegenüber anderen durchzusetzen, dann gerate ich auch in eine Umwelt, in der man sich durchsetzen muss, ja, in eine Ellbogengesellschaft letztendlich. Während man, wenn man an der inneren Harmonie arbeitet, wenn man an seiner eigenen Achtsamkeit arbeitet, dann zieht man auch ganz automatisch Menschen in sein Leben, die selbst so sind. Und ich habe fast gar keine lauten, lärmenden Menschen in meinem Leben mehr, die, ja, denen es nur darum geht, cooler zu sein als andere, denen es nur darum geht, besser zu sein als andere. Ja, und es ist bei achtsamen Menschen auch
natürlich halt auch die Eigenheit von achtsamen Menschen, die Eigenheit von Menschen mit einem hohen Bewusstsein, dass sie eben dann halt irgendwann auch ein Bewusstsein dafür haben, welche anderen Menschen ebenfalls bewusst sind. Ja, also man entwickelt dann automatisch eine Feinfühligkeit dafür, man entwickelt automatisch ein Gespür dafür. Ja, also ich war jetzt in der vergangenen Woche im Haus Widelinata am Genfersee in der Schweiz von der Weißen Bruderschaft, wo eben auch ja, viele Menschen zusammenkommen, die ähnliche Perspektiven haben. Und wir alle haben uns darüber ausgetauscht, wie man eine neue Erde gestalten kann, ja, wie man bestimmte spirituelle Praktiken anwendet, wie man bestimmte spirituelle Praktiken in die Welt bringt, wie man durch die Kraft der Gedanken eine gewisse Magie in die Welt bringt, eine gewisse Harmonie in die Welt bringt. Und ja, ich kann wirklich nur jeden dazu ermutigen, sich eben auch mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, an diesen Dingen zu arbeiten, für sich selber zu arbeiten, weil es ist so eine unheimlich wertvolle Erfahrung. So, also zunächst ist es oft so, wenn man sich mit Spiritualität oder Esoterik oder verschiedenen Theorien beschäftigt, auch mit dem Glauben, so, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, an dem man vielleicht so ein bisschen entmutigt ist. Man denkt, ah, oh ja, ich habe mich jetzt damit beschäftigt, ich habe mich damit beschäftigt, aber ja, letztendlich tut sich doch so wenig, ja, aber es lohnt sich tatsächlich weiterzumachen und auch den Austausch mit anderen Menschen zu suchen, auch vielleicht Treffen zu suchen. Also ich kann da wirklich ja, die Treffen des Teams Lichtlehre zum Beispiel empfehlen, ja, also wo ich auch selber sehr oft, also ich habe jetzt bei zwei teilgenommen, aber wo ich in Zukunft auch öfters teilnehmen werde, einfach wenn man mit Menschen in Kontakt kommen, die eine gleiche oder ähnliche Vision teilen, ja, also die auch an der Arbeit an einer neuen Erde inspiriert sind. Und man merkt sofort, wenn man mit diesen Menschen in Kontakt kommt, es kommen Netzwerke zustande, man tauscht sich aus, man teilt seine Ideen, man findet gemeinsame Projekte, an denen man arbeiten kann. Ja, also es tut sich ein ganz neues Leben auf, abseits von dem Alltagsleben, was nur ja, der eigenen Existenzerhaltung dient, sage ich jetzt mal so. Also ich weiß, natürlich ist es für den einen oder anderen auch schwierig. Natürlich ist es für eine Familie mit Kindern schwierig, sich nebenbei auch noch mit spirituellen Kontexten zu beschäftigen. Ja, es ist ja auch nicht gesagt, dass man voll mit ganzem Herzblut in eine neue Sache eintauchen soll. Aber es macht schon einen großen Unterschied, vielleicht hier und da sich mal damit zu beschäftigen, hier und da mal ein Buch zu lesen, dann vielleicht mal zu dem einen oder anderen Treffen, beispielsweise des Teams Lichtlehre zu fahren, ja? Also, es muss nicht das Team Lichtlehre sein. Ich will hier überhaupt niemanden zu irgendwas bekehren oder in irgendeine Richtung führen. Also, jeder muss da für sich selbst wissen, welcher spirituelle Weg sich für ihn wahrhaftig anfühlt, aber wozu ich ermutigen möchte, ist einfach die Arbeit an sich selbst, die Arbeit an seinem Inneren. Denn nur wenn wir an unserem Inneren arbeiten, können wir auch am Außen letztendlich arbeiten. Denn wenn wir uns nicht mit unserem Inneren auseinandersetzen, mit unseren inneren Prozessen, was in uns vonstatten geht, ja, also mit unseren inneren Themen, vielleicht unseren inneren Ängsten müssen wir uns auch konfrontieren, ja, die inneren Ängste stellen, ja, denn wie viele Handlungen, die wir begehen, sind unbewusst? Ja, wie viele Handlungen resultieren aus einem unbewussten inneren Umgang mit unseren Gefühlen? Ja, wie oft bin ich vielleicht grantig oder unfreundlich zu einem Kollegen oder Mitarbeiter, weil ich vielleicht irgendeinen Beziehungskonflikt habe, der in meinem Inneren schwelgt und aber nicht wirklich kommuniziert ist, oder ich konnte mal nicht Nein sagen, habe deswegen Aufgaben von meinem Chef übernommen oder so und ja, projiziere dann halt so diese innere Unruhe, diesen inneren Konflikt, den ich eben habe, ins Außen, und so entstehen dann eben äußere Konflikte, und so ist es halt eben eine Kettenreaktion, und nur deswegen ist die Menschheit auch in diesem Zustand, in dem sie gerade ist, ja.
Also manche von euch werden jetzt sagen, so nein, die Menschheit ist in einem solchen Zustand, weil es da einige wenige Eliten gibt, die ja, den Rest der Menschheit kontrollieren wollen. Aber das stimmt nur zum Teil. Ja, denn warum gibt es denn überhaupt diese Eliten? Warum sind denn manche Menschen überhaupt so mächtig? Weil wir ungelöste Konflikte haben, die wir im Außen mit irgendwelchen materiellen Dingen kompensieren müssen, indem wir dann ganz viele Sachen konsumieren, irgendwelche Süßigkeiten von, ich will jetzt keine Namen nennen, von irgendwelchen großen Firmen, weil wir dann Tag und Nacht vorm Computer sitzen, um uns abzulenken, unterstützen wir halt eben wieder diese Strukturen, die eben diese Eliten überhaupt erst so mächtig gemacht haben, wie sie jetzt sind. Ja, letztendlich ist die gesamte Menschheit dafür verantwortlich, dass diese einigen wenigen Menschen überhaupt erst nur so stark geworden sind. Klar haben die sich dann auch an Kriegen bereichert. Ja, auch hier will ich keine Namen nennen. Ich sag jetzt mal nur Napoleon. Und ja, ich will da nicht weiter in die Materie gehen. Aber warum sind diese Konflikte zustande gekommen? Ja, weil ich das Gefühl hatte, jemand anderes hat mehr als ich und ich will mehr haben als der. Oder ich will das Land von irgendwem, weil ich nicht zufrieden bin mit mir selbst, mit meinem Inneren, weil ich glaubte, ja, wenn ich jetzt noch mehr Land hätte, dann wäre irgendwas besser. Dann würde es mir irgendwie besser gehen. Aber stimmt das wirklich? Nein, so. Also wahrer Frieden im Außen, wahre Harmonie im Außen kann letztendlich nur durch Harmonie im Innen erfolgen und nicht, indem ich irgendwelche Eliten abschieße oder irgendeine Revolution unterstütze. Damit kann ich vielleicht kurzfristig eine Veränderung herbeiführen. Damit kann ich mich vielleicht kurzfristig in eine bessere Position heben, vielleicht in eine bessere Gesellschaftsschicht. Ja, aber es wird weltweit im Großen und Ganzen langfristig überhaupt gar nichts verändern, ja, sondern wieder weitere Traumata auslösen, die in anderen Menschen dann wieder rumoren, und zwar so lange, bis sich diese Traumata in den anderen Menschen dann wiederum in neuen Konflikten manifestieren. Ja, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Ich kann es immer und immer nur wiederholen, so. Das Reich Gottes kommt nicht indem ich den richtigen Politiker wähle, nicht indem irgendwelche Eliten abgesetzt werden und so weiter und so fort. Das kann zwar etwas beeinflussen auf der materiellen Ebene, aber langfristig und ganzheitlich kann das Reich Gottes oder wer ein Problem mit diesem Begriff Gott hat, kann ein harmonisches Zusammenleben der Menschheit nur erreicht werden, wenn wir tatsächlich lernen, mehr auf unser Inneres zu schauen und wenn sich die Menschheit in diese Richtung weiterentwickelt. Ja, viele denken, der Fortschritt der Menschheit, der ist immer gekoppelt an einen materiellen Fortschritt, an einen technischen Fortschritt. Ja, wir denken irgendwie, wenn wir jetzt bessere Technik hätten, wenn die Welt mehr digitalisiert wäre und so weiter und so fort, das wäre ein Fortschritt. Aber das ist kein Fortschritt. Das ist nur das Lösen von bestimmten Problemen, was dann aber wiederum zu neuen Problemen und neuen Konflikten führt. Ein wirklicher Fortschritt kann nur im Inneren passieren. Ja, also ich würde mir wünschen, wenn sich die Menschheitsentwicklung viel weniger im Materiellen vollziehen würde, sondern vielmehr im Inneren, wenn die Menschheit endlich begreift, dass wahrer Fortschritt das Sortieren der eigenen Gedanken ist, die Stärkung des eigenen Willens, die Achtsamkeit, ja, der Umgang mit den Mitmenschen, das ist wahrer Fortschritt. Dahin sollte sich die Menschheit entwickeln. Nur dann können wir eine neue Erde erschaffen, wenn wir daran arbeiten. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das passieren wird. Ich bin mir nicht sicher, ob alle Menschen diese neue Erde erreichen. Ja, möglicherweise wird es eine Teilung der Menschheit geben. Möglicherweise teilt sich die Menschen auf in eine Richtung, die weiterhin diesem wirtschaftlichen Fortschritt nachläuft, die weiterhin diesem materiellen Fortschritt nachläuft, die weiterhin auf die technologische Entwicklung, auf den technologischen Fortschritt glaubt. Aber diese Menschen sind meiner Ansicht nach auf einem Irrweg, ja, diese Menschen haben sich in der Materie verirrt. Meiner Ansicht nach ist der wahre Fortschritt
auf geistiger Ebene, auf eine Hinwendung zum eigenen höheren Selbst, darin liegt der Fortschritt, in der Arbeit an sich selbst, in einer Arbeit für Gott, will ich jetzt mal so sagen, aber für die, die da ein Thema mit dem Begriff Gott haben, die da vielleicht möglicherweise negativ geprägt sind durch die Kirche oder dass sie als Kind still sein mussten, wenn es um Gott ging und so weiter und so fort. Also die Menschen, die dürfen auch sich einfach vorstellen, es geht um das höhere Selbst, es geht um ein friedliches Zusammenleben, es geht um ein Leben in Harmonie. Ich möchte hier niemanden zu irgendeinem Glauben bekehren und so weiter. Ich möchte ja nur meine Gedanken in die Welt tragen und wenn sich dadurch jemand inspiriert fühlt, dann bin ich sehr, sehr froh darüber. Ja, ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat und ich würde mich auch sehr über ein Gefällt mir oder ein Abonnement auf meinem Kanal freuen, wenn dem so ist. Und ansonsten freue ich mich auch über eine kleine Spende für meine Gedanken, für meine Arbeit. Und noch mehr würde ich mich natürlich freuen, ja, wenn du dieses Video vielleicht auch verbreitest oder jemandem zeigst oder jemandem nach seiner Meinung dazu fragst. Und ansonsten freue ich mich auch, wenn du in einem zukünftigen Video wieder mal vorbeischauen würdest. Bis dahin, alles Gute und Gottes Segen für all die, die ihn wollen. Liebe Grüße und tschüss.